Go faster! Super Basta rettet einen Freund. Super Basta, ein Held bist du heut. Wenn du ein Problem hast, wer hilft dir dabei? Hier ist Super Basta, der Beste weit und breit. Super Basta rettet wieder den Tag. Super Basta, hip 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 hurra! Benutzt Laseraugen, saust doch durch die Luft. Gibt es wohl Probleme? Ruf und er ist da. Super Basta fliegt geschickt umher. Super Basta lächelt dabei sehr. Er ist Super Basta, das macht ihm viel Spaß. Dreimal hoch für Basta, unseren Superheld. Super Basta rettet wieder den Tag. Super Basta, hip 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 hurra! Benutzt Laseraugen, saust doch durch die Luft. Gibt es wohl Probleme? Ruf und er ist da. Legt sich mit Bandit an. Super Basta, er ist super dann. Bandit kann nicht siegen, denn er ist super stark. Bandit hat verloren, Super Basta tat's. Super Basta rettet wieder den Tag. Super Basta, hip 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 hurra! Benutzt Laseraugen, saust doch durch die Luft. Gibt es wohl Probleme? Ruf und er ist da. Lass uns erkunden den magischen Ort.
Sehr viel
Digger baut einen Turm, der ist schon sehr groß. Höher und höher baut er bis zum Himmel hoch. Kegel umschmeißen macht sehr viel Spaß. Aber denk dran, du musst sie aufbauen danach. Kegel umwerfen, klack, bumm, krach. Wieder aufbauen müssen wir sie danach. Buster wirft all die großen Türme um. Einer nach dem anderen fallen sie um. Kegel umschmeißen macht sehr viel Spaß. Aber denk dran, du musst sie aufbauen danach. Kegel umwerfen, klack, bumm, krach. Wieder aufbauen müssen wir sie danach. Um Scout zu retten, braucht Buster Hilfe dabei. Digger kommt zur Hilfe und die Scout ist frei. Kegel umschmeißen macht sehr viel Spaß. Aber denk dran, du musst sie aufbauen danach. Kegel umwerfen, klack, bumm, krach. Wieder aufbauen müssen wir sie danach. Blöcke aufbauen ist doch schwerer als gedacht. Es geht aber schneller, wenn man es zusammen macht. Ball spielen mit Scout macht so viel Spaß. Aber wenn der Ball wegrollt, musst du gehen, nicht rennen. Oh je, keine Sorge, was will das tun? Unfälle passieren, das ist leider doch. Schubst dich zur Seite, rast los auf
Basta rast durch den Schleim an Halloween. Platsch durch den Schleim, der ist klebrig und grün. Terry Traktor hat nen Plan, er bleibt weg, wenn er kann. Bleibt weg vom Gruselschleim. Basta gibt Gas, rast jetzt voll rein. Terry fährt vor ihm langsam vor. Quietsch, 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 jetzt trifft Harry mit Schleim. Basta rast durch den Schleim an Halloween. Der klebrigste, gruseligste Schleim, den wir gesehen. Basta rutscht da durch, zum Anhalten keine Zeit. Armer Basta steckt jetzt im Schleim. Basta steckt fest, es ist Halloween. Dunkle Nacht kommt und verängstigt ihn. Aber schau, wer kommt zur Rettung da? Terry, der Traktor, ist hier. Hurra! Terry rollt durch den Schleim an Halloween. Er gibt alles, um was daraus zu ziehen. Ein großes Hauruck, Benzin dazu. Und Basta ist befreit vom Schleim. Juhu! Basta und Terry, frohes Halloween. Schau sie dir an. Ein wundervolles Team. Da fahren sie, sie plitschen und platschen. Terry und Basta, ihr müsst beide waschen. Hey, da ist Basta, der Bus. Sieht aus, als hätte er Spaß beim Drachenfliegen. Pass auf! Oh nein, Scout ist aus Versehen in Basta gekracht. Und jetzt ist sein Drachen weggeflogen. Das hat Scout sicher nicht mit Absicht gemacht, Basta. Schau, was ist das? Ein Brief und er ist an den Weihnachtsmann adressiert. Aber er wurde nicht zugestellt. Ich denke, Basta hat eine Idee. Er wird den Brief selber ausliefern, um sicherzugehen, dass der Weihnachtsmann ihn bekommt. Oh nein, der Brief! Puh, danke für deine Hilfe, Robin. Basta fährt los. Es ist ein weiter Weg zum Nordpol, wo der Weihnachtsmann wohnt. Es ist kalt und schwierig. Pass auf, dass du dich nicht verfährst, Basta. Oh je. Fass da, Basta. Was ist das? Rentierspuren? Schau, da ist der Weihnachtsmann. Basta hat's geschafft. Der Weihnachtsmann begrüßt Basta. Los, gib ihm den Brief. Basta ist so weit gefahren, um ihn zu liefern. Mal sehen, was drin steht. Wow, es wird gefragt, ob der Weihnachtsmann Basta einen Drachen schenken kann. Er ist von Scout. Was für eine tolle Freundin Scout ist. Ich glaube, der Weihnachtsmann weiß, was zu tun ist. Du hast den Brief toll geliefert, Basta. Es ist Weihnachten. Wach auf, Basta. Oh, da ist nichts unterm Baum. Vielleicht hatte der Weihnachtsmann nicht genug Zeit. Warte, da ist doch ein Geschenk. Frohe Weihnachten, Basta. Und da ist es, genauso wie Scout es gewünscht hatte. Ein Drachen, um den Verlorenen von Basta zu ersetzen. Danke, Scout. Was für ein rücksichtsvolles Weihnachtsgeschenk. Der Weihnachtsbaum leuchtet sehr schön. Freunde kommen hierher. Der Weihnachtsmann ist unterwegs mit Glockenklang so hell. Ihr seht wunderschön aus, der dekorierte Weihnachtsbaum. Oh, wie froh wir sein werden mit Freunden an Weihnachten. Der Weihnachtsbaum leuchtet sehr schön, doch Bandit schleicht sich an. Er will alle Geschenke klauen, er verdirbt Weihnachten. Haltet Bandit Bus doch auf, er ist so ein Bösewicht. Er klaut doch jedes Geschenk, das unterm Weihnachtsbaum liegt. Der Weihnachtsbaum leuchtet sehr schön, doch Bandit stimmt nicht zu. Er will alle Geschenke stehlen und den Baum noch dazu. Haltet Bandit Bus doch auf, er ist so ein Bösewicht. Er klaute doch jedes Geschenk von unterm Weihnachtsbaum weg. Der Weihnachtsbaum
sehr schön, doch die Geschenke sind weg. Doch Bandit hat sich umentschieden, er weiß, er hat Unrecht. Na sieh, da ist Bandit, muss anstelle von noch mehr zu klauen, brachte ihr Geschenke wieder zurück zum Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum leuchtet sehr schön, Freunde kommen hierher und Bandit bekommt auch etwas, ja jeder wird beschert. Er sieht wunderschön aus, der dekorierte Weihnachtsbaum. Oh, wie froh wir sein werden, alle Freunde an Weihnachten. Das ist köstlich. Wenn es draußen heiß ist,
Freunde sind auch für Eiscreme bereit. Wenn es draußen heiß ist, schön warm und sonnig, magst du nicht auch Eiscreme essen? Die ist köstlich, wenn es draußen heiß ist, schön warm und sonnig, magst du nicht auch Eiscreme essen? Die ist köstlich. Wasser, geh weiter, sonst wirst du albern aussehen. Und mit Eiscreme auf dem Kopf wirst du dich zu kalt fühlen. Wenn es draußen heiß ist, schön warm und sonnig, magst du nicht auch Eiscreme essen, die ist köstlich. Mit Kirsche und Schoko siehst du so lustig aus, aber alle teilen, denn das Eis ist ein toller Schmaus. Vom Laden klaut. Es ist Bandit der Bus und er hört nicht auf. Na los, und es geht der Spur nach. Steck ihn bloß in den Knast. Stopp den Banditen, Bandit der Bus. Er bricht das Gesetz und er schafft Unruhe. Stopp, stopp, Bandit, wir sind der Spur nach. Du kommst gleich in den Knast. Hat. Es ist Wasser, der Bus, und er ist sich satt. Nein, nein, oh, das geht der Spur doch nach. Steck nicht den Falschen in den Knast. Stopp den Banditen, Bandit, der Bus. Er bricht das Gesetz und er schafft Unruhe. Stopp, stopp, Bandit, wir sind der Spur nach. Du kommst gleich in den Knast. Sieh, wer da kommt ja die Scout. Sie wird den Weg finden und holt Wasser raus. Scout, geh los und geh der Spur nach. Hol Wasser aus dem Knast. Stopp den Banditen, Bandit, der Bus. Er bricht das Gesetz und er schafft Unruhe. Stopp, stopp, Bandit, wir sind der Spur nach. Du kommst gleich in den Knast. Sieh, wer ein bisschen mehr geklaut hat. Bandit, der Bus, noch so eine Tat. Scout war klüger und ging der Spur nach. Sie holte Wasser aus dem Knast. Stopp, stopp, Bandit, wir sind deiner Spur nach. Du kommst gleich in den Knast. Ja, du bist jetzt doch im Knast.